So, in diesem Video möchte ich mal kurz über die benötigte Eiweißmenge oder Proteinmenge reden. Ich werde häufig gefragt, Jörn, wie ist das? Wie viel Protein brauche ich denn? Kannst du mir da irgendeinen Tipp geben? Und da sage ich immer Folgendes. Das ist natürlich, wenn du Krafttraining machst, Kraftsport machst und deine Muskulatur entwickeln willst. Egal, ob du jetzt das Endziel hast, damit abzunehmen oder wenn du das Endziel hast, auch muskulöser zu werden, hast du natürlich einen höheren Eiweißbedarf, Proteinbedarf, ja? Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt, also das ist eine Empfehlung dieser Gesellschaft, empfiehlt für normale Menschen 0,3 bis 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, also 0,3 bis 0,8. Das heißt, eine 70 Kilo Person würde laut dieser Gesellschaft für Ernährung, nehmen wir mal das Beispiel 0,8, den oberen Wert, also 0,8 mal 70 Kilo, würde wahrscheinlich irgendwo bei, keine Ahnung, bei 60 Gramm vielleicht liegen. Die meisten nehmen aber weniger als 0,8, sagen wir mal vielleicht 50 Gramm am Tag. Ja? Also eine 70 Kilo Person würde 50 Gramm Protein am Tag benötigen, um sich erhalten zu können. Eine Person, die nicht trainiert. Ja? Nur mal ein Beispiel, ein Becher Quark, 250 Gramm, hat beispielsweise 30 Gramm Eiweiß. Oder ein Liter Milch hat auch circa ein bisschen mehr als 30 Gramm. 100 Gramm Fleisch beispielsweise hat 20 Gramm Eiweiß. Nur, dass du mal ein Gefühl bekommst. So, wenn ich jetzt natürlich trainiere und meine Muskeln während des Trainings stimuliere und sie mehr oder weniger so ein bisschen kaputt mache, ist es jetzt natürlich so, dass ich einen höheren Eiweißbedarf habe, weil in der anschließenden Pause der Körper diese Muskulatur natürlich wieder reparieren muss. Und auch so reparieren muss, dass er stärker wird und die Muskulatur besser und stärker wird. Und daher ist meine Empfehlung für dich, solltest du nicht 0,3 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag nehmen, sondern ich empfehle dir etwas zwischen 1 und 1,5 Gramm. Es gibt jetzt sicherlich den einen oder anderen Bodybuilder oder Wettkampfkraftsportler, der sagt, was, so wenig, ich nehme viel mehr, ich nehme 2, 3 oder 4 Gramm Eiweiß. Das würde ich dir allerdings nicht empfehlen, weil erstens wird natürlich ein Großteil des Proteins ausgeschieden. Wenn ich dann außerdem zu viel davon nehme, belastet es auch bestimmte Organe, beispielsweise auch die Nieren. Auch wenn ich mehr trinke, ist es trotzdem nicht in einem natürlichen Rahmen und ich würde dir also empfehlen 1 bis 1,5 Gramm. Das heißt, du bist deutlich drüber über der Empfehlung der Gesellschaft für Ernährung und das würde also dann bedeuten, dass du als 70 Kilo Person, nehmen wir mal das Beispiel nochmal, bei einem Gramm hättest du also, jetzt muss ich gerade nochmal selber rechnen, also bei einem Gramm, bei 70 Kilo wäre das also 70 Gramm Protein am Tag und 1,5 würdest du also etwas über 100 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag benötigen. Ja? So, wenn du das mal ausrechnest, beispielsweise nehmen wir mal diese 100 Gramm, dann musst du schon jeden Tag eine ganze Menge proteinhaltige Lebensmittel zu dir nehmen. Ich habe ja vorhin gesagt, Magerquark, 250 Gramm, 30 Gramm Protein. Dose Thunfisch, auch 30. Dann nochmal Ei und Fleisch, also da brauchst du schon, musst du schon einiges essen, um auf diese Menge zu kommen. Ich rede jetzt wieder nicht von Hardcore-Bodybuildern, für die das selbstverständlich ist, dass die sich gewaltige Essensmengen in sich hineinpumpen. Und die natürlich auch noch andere Sachen dazu nehmen, auch Hormone schlucken und Wachstumshormone und wie auch immer. Das ist eine ganz andere Welt, es ist eine ganz andere Gesetzmäßigkeit, die dann auch in Kraft tritt. Ich rede hier für Naturals, für Menschen, die auf natürliche Weise Muskeln aufbauen wollen und auch fit und gesund werden wollen und auch bleiben wollen. Ja? Also meine Empfehlung für dich, nimm 1 bis maximal 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Du kannst das hin und wieder auch mal ergänzen mit einem Eiweißshake. Es gibt heutzutage eine Menge Proteindrinks, auch in Supermärkten, in Drogeriemärkten und so weiter. Und das kannst du hin und wieder mal ergänzen. Ich würde dir nicht empfehlen, dass du einen Großteil deiner Eiweißmenge mit diesen Konzentraten deckst, sondern
konzentriere dich hauptsächlich auf natürliche Lebensmittel. So, ich hoffe, dass dir das mal so ein bisschen weiterhilft, dass du mal eine Orientierung bekommst, wie viel Protein eigentlich für dich sinnvoll ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Appetit und freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, dein Jörn Giersberg.